Kann man die Tiere gegenseitig bekämpfen lassen und die Verlierer dann verwursten? Ja! Hier kommt einer mit einer MP. Jetzt hat Hitch einen Wutanfall, weißt du? Hitche halt, der hat die Schrotflinte in der Hand. Klar, den Werkzeugschrank. Ist eine gute Idee gewesen, Hitche. Swanski hat Lorman bekehrt. Okay, dann dürfen wir jetzt... Alter, dann dürfen wir jetzt rekrutieren, endlich. Swanski versteckt sich in seinem Zimmer. Aber Hitch ist dafür wieder am Start. Wenn Swanski jetzt nicht komplett gleich, der dreht halt jetzt komplett durch, ne? Ich hoffe, der braucht noch ein bisschen. Oder wird von einem Bären gefressen oder so. Oder einem Puma. Aber wir brauchen Swanski bei uns. Okay, jetzt greifen sie an. Okay. Kapsel eingetroffen. Was für eine Kapsel? Ist mir egal. Die kommen auf jeden Fall. Hitche. Hansa. Okay. Wir bräuchten halt Swanski jetzt, den mal kurz pausiert. Das müssen wir halt eines Tages echt wegräumen. Die verstecken sich da jedes Mal dahinter. Also, Treffer. Okay. Werden die abgeholt? Die gehen dann von alleine, wenn der Quest erledigt ist. Ey, das wächst halt überhaupt nicht, ne? Der Reis ist fast durch, aber es wächst halt einfach nicht. Weißt du, was wir machen? Es bringt, ist zwar super schlecht eigentlich, aber wir müssen das jetzt mal ernten. Wir brauchen was zu essen. Und besser so als gar nichts. Weil die essen rohes Fleisch, das ist halt total dämlich. Warum? Oh nein, jetzt brechen die... Sag mal, das geht aber auch viel schneller kaputt als früher. Okay. Ich könnte eigene Deckungen auch machen, halbhohe Mauern und so Zeug. Das könnte man schon machen. Aber da haben wir tatsächlich bis jetzt immer noch wieder Probleme gehabt, das jetzt auch wirklich zu machen. Warum? Weil wir am Anfang tatsächlich sehr langsame Entwicklungen hier drin haben. Und wie gesagt, das Blöde ist halt, wie gesagt, dass wir am Anfang halt gleich mal Bloodcat verloren haben jetzt, ist halt so ärgerlich. Bloodcat hat nämlich auch richtig viel gemacht in der Kolonie. Das dürfen wir nicht vergessen. Das mit der Baumwolle, gut, wenn die fertig ist, können wir wieder neue Klamotten machen. Auch das super wichtig. Hier geht es ja auch schon langsam los. Haben wir jetzt mittlerweile die Nahrung hier geholt? Nee, ne? Ich dachte, Feldarbeit ist für die so wichtig, alle. Ja, tatsächlich.
Jetzt lass mal kontrolliert abbrennen. Ja, Hitch ist da schon mittlerweile sehr schnell, ne? Im Übrigen, da können wir gleich die nächsten Betten bauen. Und auch hier gleich neue Sachen reinpflanschen. Wo ist Hansa eigentlich die ganze Zeit? Der baut hier unten... Warte mal, Hansa-Fan, mit der Feldarbeit, ich lass dich da mal wieder raus, weil du... Das mit dem Bergbau ist mir gerade ehrlicherweise wichtiger. Ups, grüß dich, einen wunderschönen. Es ist tatsächlich, Swanski ist der Koch in unserer Kolonie. Aber der hat ja nichts zum Verkochen. Es ist nichts... Wir haben nichts durch den vulkanischen Winter. Können wir keine... dauert das ewig, bis die Ernte reingefahren wird. Deswegen kriegen auch unsere Gäste ja tatsächlich nur Fleisch, was wir so halt irgendwie bekommen haben. Aber jetzt wird hier ein bisschen was geerntet, das ist schon mal was. Und dann kann Swanski nämlich eben auch hier arbeiten. Zack, und jetzt geht's los. So, dann einer von unseren Neuen darf hier eine Steinmetzbank, damit wir hier mal vorankommen. Flüchtlinge verlassen das Gebiet. Okay, dann waren die jetzt fort. Ja, schade, dass die jetzt weg sind, weil die haben uns natürlich jetzt auch viel geholfen gehabt, auch was den Anbau betrifft. Dafür essen sie jetzt aber nichts mehr. Ja? Feuerrodung. Jetzt schauen wir mal, wie bei Lormen aussieht. Der gehört jetzt unserem Glauben an, ne? Der ist Anhänger des Zwergismus. Habe ich da gerade eine Unterkühlung gelesen? Unterernährung, achso. Ja, jetzt kommt wieder Essen rein. Jetzt kommen, sind die ersten Felder sind startklar, jetzt kommt wieder Essen in unsere Geschichte. Ich hoffe, der vulkanische Winter geht so bald, dass wir noch eine Ernte durchbekommen, bevor der richtige Winter kommt. Weil das wäre richtig blöd, wenn da jetzt nichts mehr wachsen würde. Wie gesagt, wir versuchen hier auch schon ein bisschen zu erweitern. Auch das ist ja in Arbeit. Und Samles baut hier Erdbeeren an, das ist gut. So, Lormen ist auf jeden Fall safe, wa? Weil der ist jetzt gehört dem Zwergismus an. Der wird auf jeden Fall für uns immer, der wird auf jeden Fall sein, wie soll ich sagen, ein neuer, treuer Mitarbeiter in unserer kleinen Zwergigkeit, ja. Weil der ist halt auch gar nicht mal so schlecht eigentlich, ne. Er hier ist eigentlich auch nicht schlecht, aber ihn müssen wir halt erstmal dazu bringen, dann zu uns zu konvertieren. Wir könnten natürlich weiterhin versuchen, ihn zu bei uns quasi, also den Willen zu reduzieren und danach zu übernehmen. Mal schauen. Warte mal kurz, bevor wir jetzt weitermachen, machen wir mal Stopp hier. Den Rest machen wir wann anders. Damit Hansa-Fan vorübergehend jetzt erstmal hier dann arbeiten wird. Ja, der wird langsam, ne? Geburtstag! Swanski hat Geburtstag! Im Alter von 34 Jahren jetzt! Herzlichen Glückwunsch, Swanski! Okay. Das läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Das müssen wir mal reparieren. Quest abgeschlossen. Okay, haben wir abgeschlossen? Ja. Ja. Wir haben ein Essen noch da. Wie schaut es bei Swanski aus? Swanski meditiert gerade. Ist halt auch wichtig, dass er das tut. Aber es gibt auch nichts zu essen gerade, also nichts zum Kochen. Und solange der vulkanische Winter noch tobt, wird das auch sich nicht ändern, vermute ich mal. Hier wird weiter fleißig in der Zwischenzeit angebaut, dass wenn es dann losgeht, auch schnell Essen rankriegen können. Und Hansa kümmert sich hier halt auch liebevoll um den Ausbau.
Mal ganz kurz schauen. Denen ist doch alle Transport ist für sie doch das Wichtigste eigentlich. Naja, gut. Ich mach das mal folgendermaßen. Bei Swanski ist Transport egal. Der muss gar nicht transportieren, der muss nur sauber machen. Wenn er sonst nichts zu tun hat. Wenn er nicht kocht, macht er sauber. Das ist extrem wichtig, dass wir einen haben, der das hauptsächlich macht. Ah, ich bin mir nicht sicher, Husky. Ich bin mir da nicht sicher. Der Herbst hat angefangen, ey. Und wir haben halt tatsächlich noch gar nichts wirklich dieses Jahr geerntet, ne? Wir haben nichts geerntet. Das ist halt super dämlich. Er hier. Abscheuliche Umgebung. Ja, den gefällt natürlich die Umgebung nicht. Wenn er einer durcharbeitet, wäre es halt schon hilfreich. So, jetzt haben wir mehr als genug Stahl gerade übrig. Da wollten wir Marmor reinbauen. Achso. Ist dahinter noch mehr. Hier sind sie auch nicht fertig geworden, ne? Hm. Aber Hansa wird halt super schnell fertig. Aber wir brauchen einen Altar auf jeden Fall. Wie schaut eigentlich die Geschichte mit unserem... Ach, die haben jetzt wieder aufgerollt, ne? Da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Vulkanische Winter, wie lange läuft denn der jetzt schon? Seit 10 Tagen, ja, also quasi den ganzen Sommer. Die Talsippe greift an. Hier zwei sind es diesmal. Die greifen auch wirklich gleich an. Okay. Hansa. Okay, das hat sich gelohnt bei uns. Wir haben ein Problem. Wir haben nicht genug Platz. Sollte er überleben. Wir brauchen ein Gefängnisbett. Warte kurz. Wait. Wir brauchen ein ganz stinkeinfaches Gefängnisbett. So, dann Sumless darf den hier fangen. Ja, wir wollten eigentlich eine zweite Zelle daneben setzen, aber ich versuche das jetzt gerade zu vermeiden, solange es noch irgendwie geht. Wie ist bei ihm die Lage? 2 Stunden hat er es hinter sich. Kann mal einer vielleicht Swanski so Bock oder so? Uiuiui. Ui, ui. Das war auf den letzten Meter, ohne Witz. Alter, da war nicht mehr viel drin, du. Wie ist bei ihm? Kochen. Tiere und geistige Arbeit. Okay, wie schaut's bei ihm aus? Na ja, gut, wir kriegen das vielleicht, bei ihm kriegen wir das vielleicht am ehesten hin.
Terrell, ich weiß nicht so ganz, ob wir... Wir haben keinen Kannibalismus bei uns tatsächlich. So, der Wille ist hier bei 0,3. Wir könnten bei ihm nochmal weiter versuchen, ihn zu rekrutieren, also zu bekehren. Es dauert durch die Bekehrerei, dauert das natürlich viel, viel länger, solche Gefangenen zu übernehmen. Ein verrücktes Eichhörnchen, wirklich. Ist das jetzt euer Ernst? Danke. Ich würde ihn fast versuchen zu bekehren, gerade ehrlicherweise. Jeder, der bei uns ist, sollte dem Zwergismus angehören. Wir sind ja Bekehrer, das ist ja unser Perk, den wir gewählt haben. Das mit dem Essen wird halt immer noch super, super ekelhaft, ne? Okay, Böden. Pilzkies. Erweitern. So. Es wären halt drei neue Leute, ne, in der Kolonie, wenn wir die fertig haben. Lorman ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz nah dran. Der hat aber super Hunger gerade auch. So wie alle bei uns. Menschenfleisch konsumiert vor einem Tag. Okay. Swanski kocht schon was Neues. Okay, das ist gut. Es kommt ein bisschen was an Essen gerade rein. Wir haben 6 Mahlzeiten auf Halde. Der Zwergismus ist gut. Ja, natürlich. Unsere Leute müssten jetzt auch demnächst dann hier den anderen was zu essen reingeben. Ja, die essen, das ist auch, der Reis ist auch fast durch. Aber es ist halt der 2. September, weißt du? Und wenn du dir die Infobox hier anguckst, bis zum 6. September können wir überhaupt noch anbauen. Wir müssen irgendwie über den Winter kommen. Ich sehe uns Jagdgruppen gründen. Das schaffst du. Na also. Okay, es kommt auch ein bisschen Essen, kommt schon rein. Es war gut, dass wir rechtzeitig hier angefangen haben, aber ob das noch fertig wird, weiß ich nicht. Die Riesenfaultiere. Ja, aber die greifen mir zu gerne an. Ich meine, du kannst von denen gut weglaufen, ne? Wo ist denn da eins? Hier ist eins. Hitcher hat einen Wutanfall. Schon wieder. Hitcher, was ist bei dir? Ich glaube, das liegt, weil die Bude gerade schmutzig ist wie Schwein und keiner will da sauber machen. Hansa-Fan kümmert sich. Gut, Hansa-Fan ist gut gerüstet gegen die Wut eines Riesenfaultiers. So, pass auf, wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung. Ninix. Und Hitsche darf auch mal raus.
Und dann versucht Hansa-Fan, das Faultier reinzulocken. Die Nix! Weg da! Oh, die Nix hat's erwischt! Okay, das war ein teuer erkauftes Ding. Wie geht's dir nix gerade? Wir müssen Swanski aus dem Bett holen. Was ist mit denn? Warum kann ich Ninix nicht mehr auswählen? Swanski? Behandelt sofort Ninix. Swanski, kommt schon. Boah, alter Schwede. Das ist eine ganz knappe Nummer bei ihm. Das ist halt 91 Schmerzen, ist halt viel, ne? Swanski, grüß dich! Ja, Swanski, bei uns läuft's. Du bist ganz weit vorne momentan. So, weißt du was? Mir reicht das jetzt. Alle auf Transport und Reinigung auf 1. Wir müssen jetzt irgendwas. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass die Base ein bisschen hübscher wird. Und vor allem hier schaut's aus wie Schwein, ne? Kein Wunder, dass keiner zu uns will. Nee, nix, wir kriegen die schon wieder flott. Wir kriegen dich flott, wie geht's dir? 85% Schmerzen nur noch. Und du kriegst was zu essen. Sogar eins der wenigen Mahlzeiten, die wir noch haben, kriegst du sogar mit. Das war Swanski gerade. Versucht die Leute zu organisieren. Ah! Komm bloß zurück. Hitsche. Wir brauchen dich vorne, genauso wie Swanski. Und sammle es. Okay, das mit dem Puma hat sich. Ey, das ist ein Rauf und Runter. Die Kolonie ist echt am Struggeln gerade. Das ist die ganze Zeit aber schon. Immer wenn du denkst, es könnte jetzt ganz gut werden, jetzt kriegen wir einen Aufschwung, haut's wieder rein. Aber kräftig. Die Pilzfarm ist in Arbeit. Wir müssen erst den Pilzkies reinlegen, sonst können wir die nicht erweitern. Es ist halt eine harte Nummer gerade auch. Das Problem an der Sache ist halt, dieser blöde vulkanische Winter, den wir gerade haben. Und wer weiß, wie lang der ist. Es soll angeblich nur einige Wochen dauern. Der macht uns halt gerade absolutes Leben schwer. Swanski hat einen Zusammenbruch, oder ist dem Zusammenbruch zumindest nahe. Hat eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Lawman wird zum Berserker. So, die brauchen alle erstmal Swanski. Und genau deswegen brauchen wir auch mehr.
mehr Heilpflanzen. Wenn die überhaupt diesen Winter durchkommen. Die Gefangenen sind mega, jetzt prügeln sie sich auch noch untereinander. Ich bin so froh, dass es endlich mal ein bisschen ruhiger war. Lass mal jetzt auch mal kochen. Während Swanski sich um unsere Prügelboys kümmert, ja. Okay, also Essen kommt so langsam. Rechter großer C abgeschlagen, ne? Der passt in die Gruppe, du. Sumless ist ein guter Arzt, das stimmt. Aber ich versuche ja, Swanski auch noch besser werden zu lassen. Ich versuche die ja alle irgendwie durchzubekommen, dass wir zwei richtig gute Ärzte haben. Das ist zumindest mein Ziel an der Sache. So, okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das geht auf 2, das geht auf 3. Dann haben wir das organisiert. Die sind auf 1, Kochen auch auf 1. Dann geht Kochen bei Swanski jetzt auf 2, Tierpflege auf 3 und der Rest auf 3. Dann ist er auch safe, damit die wirklich Transport und Reinigung mal übernehmen. Bei ihnen ist es so, 2, 3, 4, 1 dürfte beibehalten, 2. So, bei ihm ist es so, das ist ein Ordnung auf 2 und das auf 2, 3, 4, 4. Okay, passt. So, weil dann kümmern sie wirklich sich auch mal am Ende des Tages tatsächlich darum, dass hier mal durchgekehrt wird. Ich glaube, das ist gerade ein Riesenthema bei uns, dass die Bude dermaßen widerlich ist, dass hier eigentlich jeder durchdreht. Und wenn ich mir jetzt nochmal Ninix angucke... Die Stimmung ist halt... Gut, der hat auch Hunger wie Sau. Ninix... Geh doch mal was zu essen holen. So. Swanski, wie ist bei dir? Auch essen. Hansa, auch essen. Wutanfall bei Ninix. Ey, Alter! Iss halt einfach mal irgendwas, Junge. Er hat nichts gegessen. Ja gut, ein Sumless ist auch ein bisschen schwierig. Die müssen einfach nur was beißen. Wir haben jetzt echt genug Nahrung. Hitcher hat sich drum gekümmert. So, die Gefangenen hier kriegen jetzt auch was zu essen. Gehen Lebensmittelvergiftung genießen. Wie schaut's da drinnen aus, ihr Link? Oh, das ist ja mega gut. Mag mal einer Ninix vielleicht helfen? Sammelst du vielleicht gerade so? Rette Ninix, ja. Vielleicht so. Wie geht's Hitche gerade? Hitche hat wenigstens was zu beißen. Swanski hat auch was zu beißen. Das wird jetzt auch besser. Und Samless dürfte sich dann um Ninix. Gut. Samless hat erstmal Ninix vollgespeit. Das ist ja herrlich bei uns. Bring Ninix was zu essen. Der muss jetzt was essen. Ja, Lippo, aber Glitzerweltmedizin, das ist alles ganz nett. Ja, aber wir haben gerade ganz andere Sorgen. Egal welche Quest, alles, was wir jetzt machen, was nicht unser direktes Überleben weiterbringt, halte ich für schwierig. So, jetzt geht das hier besser. Und wir müssen durchkehren, Freunde. Wir müssen es. Die werden sich jetzt um sich selber und um die Gefangenen noch kümmern. Und dann hoffentlich anfangen. Hier mal durchzusaugen. Jetzt schlafen alle. Wie geht's Ninix gerade so? Ja, wird schon besser. Hitche kümmert sich hier, besucht ein Grab, das ist auch gut. Swanski gönnt sich erstmal ein Bier, das ist auch nicht schlecht. So, die kriegen jetzt was zu essen. Ja, Ninix, Swanski gibt Ninix auch was zu beißen. Das ist sehr gut. Die kümmern sich jetzt endlich mal um sich selber.
und um hoffentlich alles, was in der Base hier so ist, ja. Hier, das reißen die zwei, oder die ganzen Fackeln hier reißen wir jetzt alle mal weg. Und bauen hier Stromkabel weiter. Okay. Was darf ich denn alles machen im Game? Alles. Aber ich hoffe auch irgendwann durchsaugen. Warum, irgendwie weigert sich jeder gerade in der Base sauber zu machen. Na komm, nimm Lawman. Wie ist denn das mit dem Glauben hier? Ja, das wird halt ewig dauern, ne? Zum Glück ist Lawman ja schon einer von uns. Jetzt muss er nur noch hier bleiben wollen. Eine Gruppe von Reisenden nähern sich hilfesuchend. Betteln um 90 Silber. Nee. 20 kriegt eine Fressattacke. Ja gut, zum Glück haben wir wenigstens ein bisschen Essen gerade da. Got issues.